Ja, es geht einem einfach gut, weil man gesehen hat, wie man auf die Kinder wirkt, wie die Kinder auf einen reagieren. Also viele kleine Sequenzen, die sonst im Tagesablauf untergehen. Das ist das Platzett von Sabine Bickel über ihre Erfahrungen mit Marthe Meo, der ressourcenorientierten Entwicklungsmethode von Maria Arz. Marthe Meo bedeutet aus eigener Kraft. Maria Arz kommt aus Holland und ist davon überzeugt, dass in jedem Menschen viele Kräfte stecken. Energieströme nennt sie das. Aber wenn man ein bisschen weiß von Entwicklung, ist man eigentlich geboren mit einer Goldmine. Da steckt von alles drin, hein, die Kinder. Aber wenn man keine Gelegenheit gibt, dass Kinder selber Initiativen nehmen können, dann kann man die Begeisterung, die Energiestrom nicht ansprechen hier. Bei Marthe Meo geht es darum, Entwicklungen zu aktivieren, nicht Probleme zu kompensieren. Wie funktioniert die Methode? Mit einer einfachen Videokamera werden zunächst Alltagssituationen oder pädagogische Interaktionen aufgenommen. Das ist in jedem Bereich möglich, in dem sich Menschen begegnen, handeln oder kommunizieren. Also nicht nur im Kindergarten, sondern auch in Schulen, Krankenhäusern, in der Seniorenarbeit, der Paartherapie und in vielen anderen Bereichen. Wir zeigen erst, was schon da ist. Und feiere das, um Energie aufzubauen. Das braucht man für neue Entwicklungsprozesse. Im zweiten Schritt, dem sogenannten Review, werden dann einzelne Sequenzen ausgewertet. Und zwar unter Mitwirkung einer ausgebildeten Marthe Meo-Fachkraft. Dabei wird ganz genau hingeschaut und nach den Entwicklungspotenzialen der beobachteten Person gesucht. Den Fokus kann man sowohl auf die Erzieherin als auch auf ein Kind oder die gesamte Gruppe richten. Kleinschrittig, fast Bild für Bild, wird analysiert, wo individuelle Fähigkeiten liegen. Der Erzieherin können so die von ihr selbst nur schwer wahrnehmbaren Stärken ihres pädagogischen Handelns oder ihrer Person aufgezeigt werden.